Hallöchen, Puppöchen. Feuer gegen Feuer. Ups, das hat natürlich nichts gebracht. Zack, zack und zack. Die. Fire Etronerator. Oh. Brenne. Können wir? Ja, wir können. Feuersalze. Lecker. Was hat er denn mit dem Fuchs gemacht? Crazy Shit hier. Crazy Shit geht hier ab. So. Wir sind natürlich wieder fernab des Weges. So mögen wir es, ja. Oh, ganz so fernab sind wir doch nicht. Ich glaube, ich gehe mal hier entlängs. Ja, ich glaube, über den Berg komme ich nicht drüber geglitscht. Bist du wieder böse, kleiner Fuchs? Der andere hat aber auch so komisch geleuchtet. Äußerst suspicious. Was ist das da für eine riesige Festung? Ich mag ja gar nicht dort hinein. Nebelwacht entdeckt. Wahrscheinlich wieder, ja, durch unzählige Banditen. Na komm her. Na komm her. Wenn ihr nicht hier seid, um ein Lösegeld zu bezahlen, solltet ihr umkehren und verschwinden. Ja, dann lass mich doch bezahlen. Hä, ich habe ja noch nicht mal die Chance zu bezahlen. Hallo. Aua. Ich ziehe euch bei lebendigem Leib die Hand. Aber gerade war es noch... Gerade hieß es noch... Gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Genug. Oh, ihr habt keine Ahnung, wer ich bin, oder? Boah, Alter, wie stark die sind. Und ich sehe gerade überhaupt nichts, weil hier überall Gebüsch ist. Niemand schlägt einen Ork. Na, ich hab's gerade gemacht, mein Freund. Wow, fuck. Fuck, fuck, fuck. Nein, wie kann das sein? Ah, damn it. Ich bin so schlecht. Was liegt daran, weil ihr mir keine Tipps gebt? Ich frag ja immer. Gebt mir doch mal Tipps. Damit ich mein Kämpfen verbessern kann. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Also es liegt ganz bestimmt daran, dass ich erstmal wieder reinkommen muss. Dieses Blocken, es klappt einfach nicht. Wie habe ich denn das letzte Mal Skyrim durchgespielt? Ich erinnere mich da nicht ganz so häufig gestorben zu sein. Mann, Mann, Mann. Das ist bestimmt nur der Vorführeffekt hier wegen dem Let's Play und... Ja, so, hier, Texturen nachladen bitte. Von Mara oder wie Ola heißt. Ist mir auch egal. Ich will endlich hier nach Rifton. Rifton. So, Karte. Es ist eine Last. Um diesen Punkt kümmern wir uns später. Wir sind ganz falsch gelaufen, kann das sein? Nee. Hä? Wann diese Kackfestung, wo wir waren? I don't even know. Nordwacht. Keine Ahnung. Wir gehen wieder zurück zur Dunkelwasserkreuzung. Ja, da will ich hin. Vielleicht haben sie uns ja jetzt schon verziehen. Außerdem haben wir ja bezahlt. Von daher dürfen sie eigentlich gar nichts mehr machen. Ah, kack die Wurst. Vermina ist der dädrische Prinz der Träume und noch mehr. Ah ja, ja, ja. Ich muss unbedingt mal schauen, wie man richtig blockt. Es tut mir leid, liebe Freunde. Es tut mir leid. Aber sobald ich wieder über ein anderes Thema rede, habe ich es eh vergessen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Naja. Hallo. Arsch. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Stimmt's? Halt's Maul. Warum kann ich das nicht durchsuchen? Ah, ich kann gerade gar nichts machen. Und es ruckelt. Warum ruckelt es? PlayStation. Mann. Mannometer. Da waren wir doch. Das haben wir doch entdeckt. Warum ich... Ihr gehört mir hierher kommen soll. Ah.
Hallo? Was macht ihr da? Tja. Alter, ich hab dir nichts getan, ne? Das ist deine eigene Schuld, ganz klar. Dödel. Warum waren die jetzt so einfach und die gerade so herbeschwer? Das kann doch nicht sein. Ich verstehe es nicht. Das nehmen wir einfach mal mit aus Prinzip. Falls wir mal knapp mit Heiltränken sind. So. Ich gehe jetzt mal den anderen Weg. Oder? Gehe ich den anderen Weg? Der andere Weg sieht scheiße aus. Ich gehe den gleichen Weg. Ich versuch's einfach nochmal. Genau. Ich versuch's einfach nochmal. Ich gebe nicht so schnell auf. Ist das nicht wunderbar? Ich glaube, einen haben wir erledigt. Oh Mann, ey, gegen zwei so Ork-Knöteriche haben wir verloren. Das ist ja peinlich. Peinlich ist das, habe ich gesagt. Ups. Vielleicht müssen wir schlauer vorgehen. Vielleicht ist es das. Ich versuche mal gerade was. So. Zwergenbogen. Und jetzt versuchen wir mal was. Oh. Alter, was ist denn das für ein Arschloch überhaupt? Tötet er den kleinen Fuchs? So sehe ich gar nichts. Warte mal. Ich glaube, er ist in meinem Visier. Ja, wir haben wenigstens zweimal getroffen. Das hat ihm schon mal ein bisschen was abgezogen. Und das ist jetzt auch ein anderer, der hat eine Axt. Ah ja. So, das hätte ich mal gern. Na, wieso treffe ich nicht, ey? Wie kann man denn rechts an einem vorbeilaufen? Und ich kann nie blocken. Der zieht das immer, wenn er ausholt zum Schlagen, drücke ich auf Block. Dumm von euch, gegen mich zu kämpfen. Also immer wenn er jetzt hätte ich auf Block gedrückt, was eigentlich gereicht hätte, normalerweise. Aber da gibt es dann halt so eine Verzögerung. Dann zieht er erst später und jetzt töte ich dich, du Arschmade. Goddammit. Kann doch nicht sein. Gnarf. Nehmt euch alle auseinander. So, das mache ich jetzt nochmal. Ja, du warnst uns. Aber ich habe keinen anderen Weg, mein Freund. Wohl doch, ich könnte natürlich unten lang, aber ganz ehrlich. Unten lang ist langweilig. Ganz ehrlich, unten lang ist langweilig. Zurück. Ja, zurück, Alter. Zurück. Sucuk. Hier, du kriegst jetzt einen mit dem Bogen ins Gesicht. Boah, voll in den Hoden. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht hoffe ich es auch. So, einmal bitte ausrüsten. Und direkt das Schild hoch. Komm her. Ja, natürlich. Da, jetzt schon wieder. Ich hatte früh genug Blocken gedrückt, eigentlich. Aber er reagiert einfach nicht. Vielleicht muss ich einfach eine andere Strategie anwenden. Zack. Ich versuche immer da natürlich, wie soll ich das beschreiben? Abgepasst zu blocken, damit das so zeitverlangsamt wird, aber es funktioniert ja nie. Bam! Tschüss! So, wer wird heute sterben? Wer wird heute sterben? Ach du, ja, du wirst heute sterben, genau. Ja, die Schilder. Und ich habe jetzt auch keine Lust, die Olle da runter zu holen. Hoch, runter, ihr wisst schon. Jedenfalls versuche ich immer abgepasst zu blocken, sodass dieser Zeitlupeneffekt kommt. Aber irgendwie funktioniert das nicht, weil der das Schild immer zu spät hochzieht. Jetzt macht er es genau, wenn ich es drauf drücke. Aber sonst halt nie. Das ist das Problem.
Ist das schon alles? Oh nein! Das ist euer Ende. Ja, ich glaube nicht. Ah, du alte Kacknase. Lauf doch nicht weg. Was bist du denn für ein Weichei? Stell dich mir. Alter, wenn die uns tötet, das kann doch nicht sein. Ah. Ey, so eine Pissflitsche. Mit ihrem scheiß kleinen Messerchen. Während wir da eine fette Zwergenrüstung haben. Und einen mega Streitkolben. Das kann doch nicht wahr sein. Arg. Ich würde schon fast sagen, arg. Mann, das regt mich auf. Woran liegt's? Helft mir, Freunde, helft mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sagt mir, woran es liegt. Oh, Nordlicht. So. Ah. Wo gibt's denn hier einen Eingang oder so? Mein Gott, was ist das für ein Scheißlager? Ich habe das Gefühl, dass wir ja auch nicht so richtig weiterkommen, weil, naja, hier ein riesiger Berg ist. Ich gucke mal eben auf die Karte. Da ist Riefton. Wir würden den Weg hier rumnehmen, was glaube ich auch gar nicht mal so dumm ist. Gibt es hier eine Tür oder so? Also wenn wir das hier auseinandernehmen, dann schon richtig, natürlich. Ach, wow. Was soll ich mit einem Pfeil? Goddammit. Hier gibt's auch nichts mehr. Hier hinter vielleicht noch? Eine versteckte Truhe? Nein. Nischt dergleichen. Da brennt Licht. Da gibt's noch Bösewichte. Aber wir gucken erstmal hier. Hier ist niemand. Waren das jetzt nur die drei Frauen und der Typ, oder was? Ah ja, okay. Hier geht's auch noch rüber. Aha. Ah. Einfach nur aus Spaß. Mach ich mal diesen Hebel hier. Ich mache den Hebel, ganz genau. Geht das runter? Aber hier geht es ja oben auch noch lang. Naja, gehen wir erstmal hier unten hin. Systematisch öffnen wir die Nebelwacht. Den Nebelschacht. Ja, also, wie gesagt, versuche ich jetzt irgendwie erst den Schild hochzunehmen direkt. Dann den ersten Schlag irgendwie zu blocken. Dann direkt einen mit dem Schild wiederzugeben und dann zwei, drei Schläge zu setzen. Dann wieder das Schild hochnehmen. Ich glaube, ich muss einfach vorsichtiger vorgehen, weil ich es mit diesem abpassenden Blocken nicht drauf habe. Ganz einfach gesagt. Wow! Alter, wie konnten die mich denn entdecken? Und die sind sogar hinter der Tür. Hey, Bro. Bitte. Stenda zeigt Gnade. Ihr gehört nicht zu ihnen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Was ist los? Es geht um meine Frau, Fiola. Ich glaube, sie wird in diesem Turm gefangen gehalten. Oh, beruhigt euch. Sagt mir einfach, was passiert ist. Es tut mir leid, es ist nur... Ihr habt recht. Bitte, lasst mich erklären. Fiola, meine Frau... hat den Hof wegen einiger Besorgungen verlassen und kam nie zurück. Ich suche nun schon seit Monaten nach ihr. Ich habe das Gerücht gehört, dass diese Banditen für ihre Gefangenen Lösegeld fordern. Also dachte ich, sie ist vielleicht hier. Ich konnte mich an den Wachen vorbeischleichen und habe es bis hierher geschafft. Aber ich glaube nicht, dass ich noch weiterkomme. Ich bin kein Krieger. Bitte könnt ihr nach ihr suchen. Seid ihr sicher, dass sie hier festgehalten wird? Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Aber ich habe überall nach ihr gesucht. Und die Entführungen begannen hier ungefähr zu der Zeit, als auch sie verschwand. Ich kann nur hoffen. Gut, ich werde nach ihr suchen. Dank. Ich bin zwar nicht reich, aber ich kann euch für eure Mühen ein paar Münzen geben. Eine der Wachen hat diesen Schlüssel fallen lassen, während ich mich versteckt hatte. Ich wette, er wird euch noch sehr nützlich sein. Bitte beeilt euch. Alles klar, Krista. Krista of a Street Day. Solange ihr nicht herausgefunden habt, ob Fiola hier ist, haben wir nichts zu bereden. Was sollte das denn? Wieso? Ich weiß auch nicht.
Warum hat das Ding geschwebt? Ich weiß es nicht. Na, komm, das ist eine Lehrlingstruhe. Sollen wir doch eigentlich mit... Ja, genau.